Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Bed Wars. Wir gucken uns ja derzeit immer noch die neuen Maps an. Und heute sind wir mal auf der neuen 8x1 Map zu Hause, und zwar auf der Map Ragnar. Und die finde ich ist sehr, sehr cool, weil es endlich mal eine andersartige 8x1 Map ist. Denn es gibt auf dieser Insel hier nur Bronze und das Eisen ist da. Das heißt, da muss man sich erstmal so ein bisschen hinbauen. Und das macht das Ganze schon mal auf jeden Fall ein bisschen anders, da die Eiseninsel halt nicht so leicht erreichbar ist. Und sonst war die ja meistens immer auf der eigenen Insel mit drauf. Und das ist schon immer ganz cool, wenn es irgendwie ein paar Eigenarten gibt. Und die Map bietet dann gleichzeitig auch noch gleich eine weitere Eigenart, was ich auch noch sehr, sehr cool finde. Und zwar ist dieses Bett absicherbar, also man kommt da auch da oben rein, aber ansonsten meistens hier am bequemsten über diese Leiter. Und das ja, ist dann eben ziemlich gut zu schützen im Normalfall und sehr interessant zu verteidigen. Und ja, deswegen schauen wir einfach mal, wie wir uns hier auf dieser Map schlagen. Ihr hört schon, ich spiele das Ganze nicht blind, ich kenne die Map mittlerweile doch schon, weil ich gerade so in den letzten Tagen doch wieder ein bisschen mehr Bed Wars gespielt habe, was mir grundsätzlich erstmal ziemlich zusagt. Denn ich habe ein bisschen den Spaß am Bed Wars wiedergefunden, beziehungsweise war der ja nie so richtig weg, aber ich habe halt in der Freizeit schon immer nicht mehr so viel Bed Wars gespielt wie früher mal. Es ist so eine Phase, die kommen und gehen und ja. Ich habe es auch gestern hier geschafft, mich hier einzubauen. Deswegen bauen wir hier einfach mal zu irgendwie. Und dann ist gut. Und dann gehen wir auch schon in die Offensive, wenn wir denn hier in die Leiter mal runterkommen. Wie sieht's denn aus? Der hat sich da angebaut. Der hat jetzt noch nicht großartig was gemacht. Geht jetzt aber irgendwo hin. Dann lass uns mal einfach da ebenfalls auf den Weg begeben. Und vielleicht diesen... Was ist denn das? Das war... Blau ist ja schon raus. Keine Ahnung, was das für eine Farbe war. Sah blau aus. War das Türkis dann vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Der sollte ja im Normalfall noch keinen Bogen haben. Im Normalfall. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, es ist Türkis, okay. Er hat aktuell noch nicht mal einen Brustpanzer. Sollte also machbar sein, wenn wir uns ein bisschen beeilen und ein bisschen ranhalten. Aber mal schauen. So, okay. Er ist auf jeden Fall... Er baut sein Bett zu. Ich sehe ihn, glaube ich, schon. Da ist er. Komm. Okay, nice. Das war sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Gemeistert. Wir haben nur noch anderthalb Herzen. Aber wir lassen ihn mal nochmal entkommen. Denn so wird das Ganze noch einmal auf jeden Fall spannender. War natürlich eine super gute Aktion gerade von mir. Aber ich denke mal, der wird uns da jetzt schon nicht großartig gefährlich werden. Noch, wir gehen jetzt gleich rüber. Und dann haben wir das Ganze schon im Sack. Jetzt fallen die Betten hier aber... ziemlich schnell. Ob ich das so gut finde, weiß ich nicht. Fall mal runter, Junge. Fall mal runter. Wow. Kann man schneller als erwartet, aber warum hat er sich nie einen Brustpanzer geholt? Okay, jetzt eben. Vorhin, als wir gegen ihn gekämpft hatten, hatte er auch einen Brustpanzer, aber gut. So. Wir sichern das Ganze erstmal irgendwie hier ab. Ich brauche mal... Lob. Aber so, zwei Kisten würde ich hier ganz gerne platzieren. So, genau, perfekt. Perfekt, Domatico. Und ansonsten hat hier noch niemand sich zu uns gebaut. Das ist ganz gut. So. Okay, und hier können wir dann, würde ich sagen, machen wir auch nochmal ein bisschen. Ich glaube, das Bett kann man auch von hier schon erreichen irgendwie. Ist nicht so gut. Wir machen das mal hier alles zu. Ich habe auch eine ganz interessante Taktik dazu schon gesehen, aber ja, ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt. Das ist irgendwie, wenn man da drinnen eine Truhe halt hier über die Leiter dingst und seinen Spawn hochsetzt, dann kann man irgendwie da reinfassen. Keine Ahnung. Wir können ja mal unseren Spawn hier hochbauen für den Fall der Fälle. Vielleicht brauchen wir das irgendwie. Machen wir mal so. Und dann würde ich sagen, greifen wir den an. Der rote ist noch drinne. Aber allzu viel Action in der Mitte ist nicht, ne? Dieser gelbe da, der hat aber schon kein Bett mehr. Baut sich jetzt auch hoch. Was macht der? Der greift da, geht dahin. Ich würde, glaube ich, ganz gerne versuchen, den irgendwie mal anzugreifen. Ich mach mal so. Also nicht den anzugreifen, sondern einfach in die Mitte zu gehen, die so ein bisschen zu erobern, dass wir da mitspielen können. Denn es ist immer dezent problematisch. War das der gelbe hoffentlich? Ne, es war der grüne, okay. Ist einfach nur so runtergefallen. Interessant. Drei weitere Teams sind noch drinne, zwei davon haben aber nur noch Betten. Das heißt, unsere Chancen, hier den Sieg davon zu tragen, sind gar nicht mal... Wow. Alter, wieso bin ich so schreckhaft in letzter Zeit? Ganz dezent zusammengezuckt. So, ich hoffe, er hat keinen Bogen. Weil wenn doch, sind wir jetzt wahrscheinlich gleich tot.
Okay, wir sind in der Mitte. Das ist gut. Ich hätte mir einen Warpowder mitnehmen sollen. Hat mich natürlich gesehen. Und baut sich hoch. Okay. Ich weiß halt nicht, ob er einen Bogen hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, fast nicht. Sonst hätte er schon längst auf mich geschossen. Hoffe ich einfach mal. Mit 16 Gold haben wir auf jeden Fall ordentlich was dabei. Sehr schön. Genug für einen Warpowder wäre auch... Ist unser Bett schon weg? Unser Bett ist noch nicht weg. Hä, der geht einfach weiter? What the fuck? Das sieht jetzt schon fast nach Teamhaus, aber ich schwöre, ich habe das nicht abgesprochen. What the fuck war das denn? Alter! Wie glücklich in dem Moment, ne? So, du gehst mal ganz schnell weg, mein Freund. So. Einen Schuss braucht er noch, okay. Hallo, mein Freund. Können wir doch eigentlich so machen, oder? Können wir dich so runterkicken? Boom. Nein. Oh, oh. Okay, zum Glück getroffen. So, flieg. Flieg, mein Freund. Flieg und Sieg. War es das denn schon? Das war es dann schon, ne? Ja, ja, gut. War auf jeden Fall eine interessante Runde. Aber irgendwie eine, die mich nicht ganz zufriedenstellt. Nicht so ganz. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach nochmal in einer zweiten Runde auf dieser Map. So, Leute, weiter geht's mit der zweiten Runde. Ich habe mein Bestes getan und ich habe jetzt 13 Minuten nach Ragnar gesucht. 13 Minuten bin ich nur in der Lobby umhergelaufen und habe gesucht, 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 gesucht. Aber es kommt nicht. Es kommt einfach nicht. Und, ja, ich bin leider auch nur ein Normalsterblicher, habe nicht so viel Zeit. Und deswegen dachte ich mir, ja, komm, dann haust du halt eine Runde auf der Map Dream ran. Ist natürlich eine altbekannte Map. Aber, also so alt jetzt auch nicht. Gehört auch zu den eher neueren. Aber, ist halt auch nicht mit dem Update neu dazugekommen. Aber ich denke, das macht auch nichts, wenn wir da jetzt mal eine alte Map mit reinnehmen. Ja. Hauptsache, wir liefern jetzt eine schöne Runde ab. Das würde mich schon mal freuen. Guck mal, er hier hinten baut sich schon mal rüber. Finde ich ganz gut. Ist aber runtergefallen. Ich hoffe, er bemerkt mich nicht. Das wäre ganz gut, wenn er den Weg erstmal weiterbaut. Ah, Mist, jetzt hat er mich gesehen, glaube ich. Shit. Ist er nochmal runtergefallen? Ich glaube nicht, dass er das war. Nee. Okay, er ist auch nach wie vor nicht hier. Ich würde ganz gerne warten. Okay, er kommt hoch. Gut, dann baue ich ab. Dann baue ich ab. Ich hätte ihm jetzt die Chance gelassen, den Weg zu bauen. Aber so dann nicht. Wow, das war knapp. Aber ich dachte mir, hey, YOLO, springst du mal rein. Springst du mal rein, hast ja sonst nie was zu tun in deinem Leben. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns auch schon direkt in die Mitte weiter. Wenn er da schon angefangen hat, einen Weg zu bauen, dann nutzen wir den doch vielleicht auch einfach mal. Okay, wobei der da oben natürlich auch nicht so ungefährlich ist. Aber kriegen wir schon hin. Ich glaube, es war tatsächlich auch noch keiner in der Mitte. Wenn wir uns jetzt wirklich schnell beeilen würden, dann, ja, könnten wir da als Erster sein und richtig viel Gold abkassieren. Aber dazu müssen wir uns halt auch echt beeilen. Okay, hier war schon irgendwer. Ich weiß nicht wer, aber hier war irgendwer. So, das ist der Blaue. Das ist hinter mir. Verdammt. Ich will nicht kämpfen eigentlich. Ich will nicht. Hier will doch nur zu blau. Lass mich doch in Ruhe. Okay, gut. Dann lass uns mal versuchen, blau fertig zu machen. Ah, kriegt er uns runter, ist jetzt die Frage. Nee, kriegt er nicht. Okay. Dann können wir uns blau nämlich auch noch ganz schnell holen. Hier mal auf dem Weg, auf der Leiter, ein bisschen was snacken. Da kann man die Zeit optimal nutzen. So, dann ist das Bett auch schon mal weg. Und der läuft in die Mitte. Okay. Und wir sind fast wieder geraggt. Das heißt, wir könnten uns mittlerweile sogar auf ein Kämpfchen einlassen. Bett von Schwarz wurde zerstört. Ich hoffe, der andere Dude ist nicht zu mir gelaufen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, okay, den haben wir. Bett von Schwarz. Bett von Orange ist noch unangetastet, ne? Aber der Dude ist auch gerade zu Hause. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir stürmen einfach mal drauf los. Ganz riskant, wie wir sind. Ja. Er war unaufmerksam. Okay, nice. Nice, 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 nice. Sehr gut, haben wir. Jetzt habe ich ihm das Eisen da liegen lassen. Das wollte ich eigentlich im Verbot. Hey, 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 geh hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Hier schießt irgendwer auf mich. Warum auch immer auf mich. Ich weiß es nicht so genau. So, Orange ist dann auch weg. Wo ist der hin? Ich glaube, der ist in die Mitte gelaufen, ne? Bin mir gar nicht sicher. Ist der in die Mitte gelaufen? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall den mit Bogen da schnellstmöglich aufhalten können. So.
Oh Gott, der hat ein Eisenschwert. Stärketrank auch, oder? Nee, nicht ganz, glaube ich. Stärketrank war nicht mit drin. Aber trotzdem nicht ungefährlich, der kleine Duderino da hinten. So, gib mir mal das. Gib mir das mal, gib mir das mal, gib mir das mal. Ich weiß nicht genau. Sorry. So. Ob jetzt gerade einer kommt zu mir. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe es einfach mal. Aber haben wir ganz gut ein paar Betten zerstört schon mal. Jetzt müssen wir bloß vorsichtig sein. Gerade gegen den Dude, der Gold hat. Da hinten baut sich gerade einer rüber. Habe ich gesehen. Habe ich doch gesehen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht zu spät kommen. I hope so. Da hinten ist er, okay. Dann bauen wir erstmal ganz schnell zu. Blub, blub. Da können wir... Ach, doch, da können wir auf einmal platzieren, okay. Alles klar. Dann hier mal ein paar Kisten vor. So. So. Passt schon irgendwie. Und vielleicht hier noch eine. Okay. Dann sind wir relativ safe. Der andere ist da unten gerade. Ich weiß nicht, der Türkise ist schon tot. Aber vielleicht können wir den überraschen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber wahrscheinlich einer ohne Bett. Nehme ich mal an. Okay, nice, haben wir. War aber mit Bett noch, der rote. Okay, da oben ist einer und der wird gerade mit Bogen beschossen. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Der, warte mal, der baut sich zu rot auf jeden Fall. Das heißt, es ist schon mal nicht rot. Das heißt, in der Mitte ist gerade der grüne und der hat einen Bogen. Und der wird sich jetzt Sorgen um sein eigenes Bett machen. Weshalb ich ihn möglicherweise gut überraschen kann, wenn ich jetzt noch weiß, wo er ist. Ich habe nur die Pfeile gesehen, aber hier ist so viel Gold, der war hier nicht. Never ever. Okay, der ist down, durch den roten gegangen. Sehr gut. Gibt es noch einen anderen? Oh, es gibt noch einen anderen. Es gibt noch einen anderen Duderino. Stimmt, der hat noch sein Bett. Oder hat sein Bett nicht mehr, meine ich. Schwarz. Okay. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall auch erstmal gutes Equip eigentlich, soweit, soweit. Ich nehme mal den 13er Bogen. Der hat nämlich Style. Okay, und die Spitzhacke können wir uns meinetwegen auch nochmal holen. Wenn wir schon dabei sind. Dann okay. So. Da ist der Schwarze auf jeden Fall. Der baut jetzt auch das Bett von Rot ab. Nice. Der Schwarze hat's drauf. Aber jetzt sind beide da oben und der Schwarze rasiert vollkommen. Und wir ihn da jetzt... Ah, schade. Wenn das ein Treffer geworden wäre, wäre das echt nice gewesen. Schade. Schade, schade. Ich würde ganz gerne nach oben gehen. Hier gibt es tatsächlich eine Verbindungsstelle. Oder er hat auch Bogen. Okay, alles klar. Kann also durchaus gefährlich werden. Er ist runtergefallen. Was sind denn das für Runden? Warum springen die finalen Gegner mal runter? Ja, wow. GG. Na gut, aber zeitlich sollte das eigentlich ganz gut passen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns. Bis dahin. Und tschüss.